Das hier ist ein Kreisel. Kreisel gibt es schon seit 8000 Jahren. Und jetzt können Kreisel gegen Stromausfälle helfen. Bevor wir das gleich mal zusammen ausprobieren und vielleicht oder vielleicht auch nicht den Traktor zerstören, müssen wir erstmal über das Problem sprechen, das wir lösen wollen. Vereinfacht gesagt braucht man für ein stabiles Stromnetz gleich viel Stromerzeugung und Strombedarf, Stromverbrauch. Ein einfach zu verstehendes Beispiel liefert uns Hardy von der Östra, das sind die hannoverschen Verkehrsbetriebe, der uns das an Beispiel einer Tramlinie erklärt. Dass die Stadtbahn untereinander ihre Energie austauschen, heißt, eine Stadtbahn fährt in die Haltestelle rein und irgendwo in dem gleichen Speiseabschnitt fährt gleichzeitig zufälligerweise eine Stadtbahn los. Das funktioniert in der Regel ganz gut, Hauptsache es beschleunigt gerade eine Bahn, wenn gerade eine andere Bahn am Bremsen ist. Wenn das nicht funktioniert, dann ist große Katastrophe, weil wir müssen die Energie trotzdem loswerden. Heißt, da wird die Energie, die beim Bremsen, ist die Stadtbahn ja wie ein Generator, wird die Energie in Form von elektrischer Energie auf die Bremswiderstände gegeben und dort einfach verheizt. Lieferst du zu viel Energie und hast keine Abnehmer, brennen dir die Leitungen durch, weil die Energie muss irgendwo hin. Hast du aber zu wenig Energie für den Bedarf, der da ist, bricht dir das Netz zusammen. Das hat dann auch noch mit der Frequenz zu tun und wir gehen nicht so tief rein, ja? Wir halten es ein bisschen einfach. Hardy erklärt uns gleich auch noch, was sie für eine Lösung gefunden haben für Streckenabschnitte, bei denen nicht so viele Fahrzeuge gleichzeitig fahren, um die Energie so auszutauschen. Also ich muss sagen, das hat schon irgendwie so eine gewisse Anmutung, wie viel Wucht da drin ist. Also ich würde es jetzt nicht so festhalten wollen. Ja. Wir wollen praktisch einen Verbrauch simulieren, der nicht stetig ist, also nicht gleichmäßig. Das heißt, unser Plan ist, eine Schnur zu nehmen, die ziemlich lang ist, und ein Gewicht ans Ende der Schnur zu packen und dann die Schnur vom Akkuschrauber über den Hof ziehen zu lassen. Also die Idee hier ist, den hier vorne sehr gut. So einzuspannen, dass der hier praktisch schon mal ziemlich fix ist und nicht durchrutscht. Du hast eine gute Zeit, ne, Katze? Der Stromverbrauch ist aber leider nicht gleichmäßig, also weder bei dir zu Hause noch bei der Tramlinie vom Hardy, als auch im industriellen Umfeld. Das Netz bricht aber trotzdem nicht die ganze Zeit zusammen und das liegt hauptsächlich an der momentanen Reserve. Das habe ich gelernt von Christoph von Stornetic. Man kann sich das so vorstellen, in den Großkraftwerken haben wir riesige Turbinensysteme, die rotieren, und wir haben wirklich riesige Generatorsysteme. Und die drehen konstant, und da kann man sich vorstellen wie eine Lokomotive, die kann ich nicht instantan abbremsen. Um uns das besser vorstellen zu können, schauen wir uns eine Gasturbine von Siemens an. Das Herz der Gasturbine, der Läufer. Mit einem Gewicht von bis zu 120 Tonnen dreht er sich bis zu 3600 Mal pro Minute. Das ist vor allem eines: beeindruckend. Ja, das ist beeindruckend. Und daraus wird schon klar, wenn dann mal so eine Industriepresse, die Autoteile presst, für kurze Zeit mehr Leistung braucht, diese 120 Tonnen, die sich da drehen, die werden nicht sofort gestoppt. Das heißt, diese Leistung kann abgefragt werden und trotzdem läuft die Turbine weiter. Das Ding ist, wir wollen die Teile halt abschalten, weil fossile Energieträger, Klima und so weiter. Dann haben wir PV-Anlagen und Windturbinen. Und obwohl die Windturbinen sich ja auch drehen, das ist einfach nicht dieselbe Masse. Und wenn der Wind mal nicht so stark pustet, aber diese Presse trotzdem diese Leistung braucht, tja, dann haben wir ein Problem. Dazu kommt, selbst wenn der Leistungsbedarf, also der Verbrauch, stetig wäre, also gleichmäßig wäre, ist die Energieerzeugung auch nicht mehr gleichmäßig, so wie sie früher bei den Gaskraftwerken war, wo sich dieses Teil halt einfach gedreht und gedreht und gedreht hat, sondern so ein PV-Modul, das macht halt nur dann Strom, wenn gerade die Sonne drauf scheint, und das Windrad macht auch nur dann Strom, wenn gerade Wind drauf bläst. Das heißt, du hast plötzlich Schwankungen nicht nur in der Verbraucherseite, sondern auch noch Schwankungen in der Erzeugerseite. Und wenn diese Schwankungen sich überlappen, dann ist es super. Also wenn du beispielsweise deinen Verbrauch zeitlich anpassen kannst an die Erzeugung, was auch schon passiert im industriellen Umfeld, dann ist toll. Zum Beispiel, indem man
Wasserstoffanlagen, Elektrolyseanlagen direkt an den Windpark hängt und jedes Mal, wenn zu viel Strom da ist, der gar nicht verbraucht werden kann, dann wird Wasserstoff erzeugt. Mega gut. Aber das funktioniert halt nicht immer, beziehungsweise nicht so einfach. Und deswegen ist der Gedanke, der jetzt für dieses Video kam, beide Seiten, die Erzeugerseite und die Verbraucherseite, zu glätten, zu verstetigen. Also die Stromspitzen, wenn mal die Autopresse plötzlich viel, viel mehr Strom braucht oder wenn das PV-Modul plötzlich viel mehr Strom erzeugt, dass du diese Stromspitzen glättest. Und im Fachjargon nennt sich das Verstetigen. Und genau darum geht's. Und da kommt jetzt unser Kreisel rein. Denn du kannst Energie speichern in drehender Masse. Das ist genau das gleiche wie mit dem Gaskraftwerk, bei dem sich 120 Tonnen drehen. Das kannst du aber auch außerhalb des Gaskraftwerks machen. Das heißt, es wird eine bestimmte Form von Energie durch ein Motorgeneratorsystem auf ein Rotorsystem übertragen. Der Rotor beschleunigt unter Zuführung der Energie und speichert damit die Energie in Form von Kinetik, also in Drehbewegung. Und wenn die Energie wieder benötigt wird, dann kann man das Rotorsystem abbremsen und die entsprechende Bremsleistung, elektrische Bremsleistung, dann nutzen. Die Schwungmassespeicher von Stornetic sind aus einem Kohlefaserverbund gemacht, laufen auf Magnetlagern in einem Vakuumzylinder. So erreichen sie Geschwindigkeiten von bis zu 45.000 Umdrehungen pro Minute. Was dann auch dazu führt, dass nicht zum einen die Systeme leichter werden, sie nehmen auch weniger Platz ein. Was sind jetzt wirklich gute Einsatzzwecke für Schwungmassespeicher? Weil dort, wo bidirektional Leistungen für kurze Lieferdauer benötigt wird. Das heißt also 30 Sekunden bis wenige Minuten. Also beispielsweise Karosseriepressen, die mal für ein paar Sekunden 1 Megawatt brauchen und dann eben nicht mehr. Oder PV-Anlagen, die mal kurz viel Strom generieren und dann mal wieder weniger. Weniger gut geeignet sind sie, wenn es um hohe Energiemengen geht, die gespeichert werden müssen. Und auch die Speicherung über längere Zeiträume. Klassiker PV, Energie, die vom Tag in die Nacht gerettet werden soll. Man könnte aber auch ein Anwendungsbeispiel aus dem Verkehr nehmen. Also Bahnen, die beschleunigen, wie zum Beispiel Stadtbahnen oder U-Bahnen, die halt beim Einfahren in den Bahnhof bremsen mit hoher Leistung. Die Leistung dann nicht verpuffen lassen, sondern kurzzeitig zwischenspeichern. Das sind üblicherweise auch nur ein paar Dutzend Sekunden. Und dann die Leistung wieder benutzt wird, um die Bahn zu beschleunigen. Genau das, was die Östra schon macht. Wir haben einen in Langenhagen, in Langenhausen. Das sind beides so Orte, wo es Richtung Stadt auswärts so langsam geht, wo noch genug Stadtbahn fahren, dass es sich lohnt, aber auch nicht zu viele Stadtbahn fahren, die sich gegenseitig schon im Leistungsaustausch ergänzen. Wenn man sich den Wirkungsgrad einmal anguckt von dem Schwungradspeicher, dann bewegt man sich im oberen 90%-Bereich. Und der Schwungspeicher ist auch so dimensioniert, dass er für eine Dreifachtraktion, die gerade gebremst ist, die Energie aufnehmen kann und meinetwegen auch in die gleiche Stadtbahn, wenn sie dann wieder beschleunigt, zurückspeisen kann. Heißt eine Dreifachtraktion circa 3 Kilowattstunden, also plus minus. Und der Schwungradspeicher kann 4,5 Kilowattstunden aufnehmen, den wir jetzt beispielsweise am Betriebshof Leinhausen haben. Ganz konkret kannst du dir das so vorstellen. Neben der Bahnlinie steht ein kleines Containerhäuschen. In dem Containerhäuschen ist ein riesen Kreisel aus Stahl in so einem Container. Wenn die Tram jetzt in die Bahnstation einfährt, bremst sie, aber nicht mit Bremsbacken, sondern mit einem Generator praktisch, wie die Rekuperation bei einem E-Auto. Nur dass die Energie nicht in einem Akku gespeichert wird, sondern über die Oberleitung in dieses Schwungrad geschickt wird, in diesen Schwungradspeicher. Und dort treibt dann ein Motor diesen Kreisel an. Die Bahn steht und wenn die Bahn jetzt wieder losfahren will, dient der Motor als Generator. Die gehen meistens in beide Richtungen und erzeugt aus dieser drehenden Bewegung des Kreisels wieder Strom. Der schickt es über die Oberleitung wieder zurück in die Tram und die Tram kann beschleunigen, ohne viel Energieverlust zu haben, wie sie sonst hätte, wenn sie diese überschüssige Energie verpuffen lassen würde und komplett neue Energie braucht, um losfahren zu können. Beeindruckend. Da frage ich mich natürlich, ob die Östra aus Hannover damit eine Ausnahme ist oder ob das überall so gemacht wird. Auf Wikipedia finde ich eine Liste aller deutschen Städte mit Straßenbahnen. Ich schreibe die 24 Städte mit den längsten Straßenbahnnetzen Deutschlands an. 14 Verkehrsbetriebe antworten mir, dass sie keine Schwungradspeicher im Einsatz haben. Von 9 bekomme ich keine Antwort. Wir haben den gleichen Versuchsaufbau gehabt, einmal nur mit Akkuschrauber. Wir haben jetzt hier ein Gewicht an der Schnur. Und die Schnur geht da hoch
geht da oben zu der Umlenkrolle und geht dann hier runter zu der Schraube, die wir im Akkuschrauber drehen. Und einmal Akkuschrauber gepaart mit einer Schwungmasse, dem Traktorreifen. Wir hatten erstmal einen relativ flachen Energiebedarf, das heißt, das Gewicht wurde einfach über den Hof gezogen. Das braucht natürlich Energie, aber ein relativ gleiches Level an Energie für die gesamte Zeit. Doch dann lagen diese Hindernisse im Weg. Die Leiter der Länge nach, zwei Gewichte drauf und du stellst dich nach oben drauf, oder? Ja, ich schau mal, dass der da wirklich rollt. Die Hindernisse waren immer nur für kurze Zeit, bis das Gewicht eben das Hindernis überwunden hat oder zur Seite geschoben hat. Aber der Akkuschrauber alleine hatte nicht genug Leistung, das zu schaffen. Noch ein Versuch, um sicher zu sein. Nee, schafft er nicht. Also der Akkuschrauber war raus. Danach haben wir den Akkuschrauber an das Schwungmasserad gehängt, haben das angetrieben und wieder mit einem ähnlichen Tempo gezogen. Und als dann das Hindernis kam, musste der Akkuschrauber alleine die Kraft nicht aufbringen, weil ja ein Teil der Leistung in der Schwungmasse gepuffert war. Und die hat einfach weitergezogen. Das ist wie eine Lokomotive, die kannst du auch nicht auf einmal aufhalten, weil sie eben so schwer ist. Und genauso funktioniert ein Schwungmassenspeicher auch. Ja. Also das ist ein Beweis, dass das geht, ne? Ja, das ist ein Beweis, dass das Schwungrad jetzt die Leistung überbrückt hat. Praktisch keinen Energieeingang und trotzdem zieht er noch für eine Weile. Beeindruckend. Schwungmassenspeicher können also unser Netz stabilisieren, indem es Leistungsspitzen glättet und so Leistungslücken überbrückt oder überschüssige Energie zwischenspeichert, sodass wir sie nicht verpuffen lassen müssen. Mehr Infos dazu wie immer in der Videobeschreibung mit allen Quellenangaben und auch der Liste an Verkehrsbetrieben, falls die jemand nochmal separat anschreiben möchte. Und falls dich interessiert, wie wir mit unseren Wasserleitungen Strom erzeugen können, dann klick mal hier.